Oh, Joachim, du Schlingel, das kitzelt. Sechs zu eins fegt der FC Barcelona Paris Saint-Germain weg. Eine irre Aufholjagd. Die Meldung der Woche. Oder war da etwa noch was anderes? Ach ja, stimmt. Da war ja diese WikiLeaks-Sache, das mit den Enthüllungen über die Cyberattacken der CIA. Hat nur irgendwie gar keinen interessiert. Dabei hat das wirklich Aufregerpotenzial. Die CIA hat einen eigenen Hackerstab, der dafür sorgt, dass sich Malware, Viren, Trojaner auf PCs, Smartphones, Tablets und sogar Fernsehgeräten breitmachen können. Vault 7 nennt WikiLeaks seinen neuesten Coup. 8.761 Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2016. Der Anfang einer ganzen Serie, heißt es. Offenbar kursierte das Material unter US-Regierungshackern und Zuliefererfirmen. Einer von ihnen habe sich eine Debatte um die Frage gewünscht, wie die Nutzung von Cyberwaffen demokratisch legitimiert und kontrolliert werden könne. Und das Material deshalb WikiLeaks zugespielt, wie es in einem Statement der Plattform heißt. Vault 7 zeichnet das Bild eines Geheimdienstes, der außer Rand und Band ist. Die CIA hält sich ein ganzes Heer von IT-Spitzelspezialisten. 5000 Mitarbeiter sollen in der sogenannten Embedded Device Branch arbeiten. Eine Abteilung innerhalb des Geheimdienstes, zuständig für Softwareentwicklung. Eine Hackereinheit soll auch hier in Deutschland, in Frankfurt, operieren. Vor allem auf Smartphones und deren Betriebssysteme hat man es abgesehen. Sind Sicherheitslücken erst erkannt, werden Programme eingeschleust, die alles fein säuberlich aufzeichnen. Standortdaten, Audio- und Textnachrichten landen direkt bei der CIA. A trained hand can adjust the wiring inside the telephone in a matter of seconds, and your room is left with an effective bugging apparatus. It does not matter if the receiver is off the hook or on the hook. The listening device is operating. Eine besondere Spezialität der CIA-Entwickler sind sogenannte Zero-Day-Exploits. Diese nutzen Sicherheitslücken, bevor sie repariert werden können. Für das Apple-Betriebssystem iOS gibt es sogar ein eigenes Team, weil das iPhone bei der weltweiten Elite so beliebt ist. Für Android-basierte Geräte sollen die Spezialisten 24 Anwendungen entwickelt haben. Interessant auch die transatlantische Koproduktion zwischen CIA und britischem MI5. Entwickelt wurde eine Software, die auf dem Smart TV F8000 von Samsung, Codename Weinender Engel, einen Fake-Off-Modus auslöst. Während der Nutzer glaubt, das Gerät sei ausgeschaltet, zeichnet dieses alles auf, was im Raum passiert. Die Daten landen dann auf einem CIA-Server. Der Schutz der Kundenprivatsphäre habe einen sehr hohen Stellenwert. Man prüfe die aktuellen Berichte daher mit höchster Dringlichkeit, äußerte sich Samsung. Im Oktober 2014 soll die CIA sogar versucht haben, in die Technik moderner vernetzter Autos einzugreifen. Es ist zwar nicht belegt, dass das gelungen ist, aber irgendwie scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Statt der umständlich zu platzierenden Autobombe müssten die Geheimdienste dann nur noch die Bremsen manipulieren und das ganz bequem vom Büro aus per Fernbedienung. Auch für den Cyberwar ist die CIA bestens gerüstet. UMBREG heißt die Abteilung, die in den Kampf geschickt wird. Hier werden digitale Fingerabdrücke gesammelt, die Hackerangriffe hinterlassen. Damit wird dann nicht nur das eigene Arsenal an Methoden erweitert, man lernt so auch gleich, wie Hackerangriffe der Gegenseite aussehen, sodass man später falsche Fingerabdrücke auslegen und eigene Angriffe anderen in die digitalen Schuhe schieben kann. Auf tagesschau.de wurde der ehemalige CIA-Mitarbeiter Philipp Matt mit den Worten zitiert: Wenn man einen Cyberangriff durchführt, möchte man nicht, dass draufsteht Made in USA. Zugegeben, es ist nicht unbedingt eine neue Erkenntnis, aber es wirft ein neues Licht auf die Diskussion um die Hackervorwürfe gegenüber Russland. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Buhmann und wer hat eigentlich was gemacht? Vielleicht ist dieses Wirrwarr auch der Grund dafür, dass der große Aufschrei in den Medien und der Öffentlichkeit bisher ausbleibt. Offenbar weiß eh keiner mehr, wem er noch glauben kann. Da kommt Klärung rein, da finden Gespräche statt, ja, es wird aufgelöst, ja. Wahrscheinlich sind die Amerikaner jetzt nicht unbedingt böser als andere. Anzunehmen ist, dass auch deutsche, russische, chinesische, türkische und kirgisische Geheimdienste solche Techniken einsetzen würden. Nur hat die CIA einfach mehr Mittel.
Obwohl die Enthüllungen das Zeug zu einem James-Bond-Plot haben und Deutschland mit einer angeblichen Frankfurter Hackerzentrale auch direkt involviert ist, gibt es hier weitgehend nur Achselzucken. Mit fatalen Folgen. Politiker sind nicht mehr in der Lage, Geheimdienste zu kontrollieren. Moment mal, das hatten wir doch irgendwie schon mal. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wir brauchen Vertrauen unter Verbündeten und Partnern.